So, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu unserem Schreib von Video Day, liebe Jordi. Und wir fahren jetzt rüber zum Video Day Snack. Gestern waren wir noch hart feiern. Jetzt geht's rüber zum Video Day und dann sehen wir uns Dead Avon, meine Freunde. Und ich nehme euch jetzt einfach mal damit hin. Tschüss, bis gleich. So, meine Freunde, was geht? Wir sind gerade rausgeworfen worden, weil wir uns mit diesem falschen Fest leider nicht hinter der Bühne bewegen dürfen. Deshalb wurde uns leider gesagt, dass wir uns einfach in die Menge stellen sollen. Finde ich persönlich eine gute Idee. Ist aber wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Wir versuchen das jetzt mal zu klären und melden uns dann gleich nochmal wieder. So, meine Freunde. Einfach mal Platz machen. Jetzt sind wir schon wieder weggeworfen worden. Jetzt sollen wir es wieder woanders hinstellen. Weil jetzt sollen wir wieder dahin zurück, wo wir eben rausgeflogen sind. Macht, finde ich persönlich Sinn. Wir werden ja die ganze Zeit hin und her geschoben. Das ist auf jeden Fall so richtig sicherheitstechnisch. Das ist ja echt top organisiert. Also man muss den Leuten schon sagen, die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht, wie das alles funktioniert. Die VIP-Tribüne mitten in die Mitte zu machen, ist vielleicht nicht ganz so klug gewesen. Aber jetzt gehen wir wieder dahin, wo wir eben rausgeflogen sind. Das ist auch eine super Idee. Machen wir einfach so, ne, Freunde? Wir haben uns jetzt quasi 2 Meter bewegt. So, warte mal, wo ist denn der Mann mit der Taschenlampe, der mich wieder rauswirft? Der ist da hinten. Jo, meine Freunde, was geht? Wir haben gerade ein paar Luten gefunden. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, alles ganz gut. Aber weißt du, was ich vergessen habe? Ich hab zum Umschlag bekommen einen richtig geilen Fanarzt. Und den muss ich jetzt holen, aber ich habe jetzt eine Mission, weil ich muss da durch. Um das zurückzuholen, das ist das Ding. Okay, wo ist das denn? Es ist da hinten. Deshalb muss ich mich jetzt echt beeilen und ich würde gerne wieder hier hoch. Ja. Verstehst du? Ja, das glaube ich dir gerne. Wie macht man das jetzt am besten? Du, ja, im Grunde genommen solltest du fliegen. Ja. Ja, renn einfach durch. Okay, Max, du gehst vor. Ich bin hinter dir, Lukas, du bist hinten, okay? Okay. Ich halte dich Kamera. Wir machen jetzt Rennen oder was? Wir machen jetzt eine Karawane oder wie heißt das? Okay. Wir müssen jetzt. We'll be right back.
Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ich komme gleich nochmal wieder. Das nur für dieses wunderschöne Film. Versprochen. Oh, scheiße, Leute. Egal, das war's wert. Ich hab meine Sachen wieder. Das war's mehrmals wert. Ich hab nämlich endlich Autogrammkarte von D-Fashion. Geil, Mann. Nein, eigentlich ging's mir um das Bild. Das hab ich gestern nämlich hier liegen lassen, nicht dummkopf. Jetzt hab ich das wieder. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz reingucken, was da so los ist. Und dann gehen wir wieder raus zu den Fans. Bis später. Tschüss. Okay, meine Freunde, ich glaube, es geht los. Man sieht nichts. Hier ist der liebe Lowcoach. Das ist der Karl SK. Was geht, ey? Da bist du der Mutzkelbilder. Ja, hat schlecht Mutzkel. Wir gehen jetzt auf die Bühne und jetzt werden die Fans mich überrascht. Und zwar, wenn wir auf der Bühne sitzen, auf einmal sind wir alle nackt. Das ist nicht geil. Herzlich willkommen hier vom Brandenburger Tor. Ich habe jetzt keine Zeit mehr zu warten, weil dieser stressige Wichser mit seinem scheiß Trabant einfach nicht aufhört, diese Kackmusik zu spielen. Ich hoffe mal, dass ich keinen Copyright-Claim hier reingedrückt bekomme wegen dir. Der füttert gerade sein Sandmännchen. Der Typ ist, ganz ehrlich, der ist doch geisteskrank, Mann. Der ist geisteskrank. Jetzt sind ja noch die ganzen Taschendiebe, die hier rumpfeifen, damit du was abziehen kannst. Nervt mich doch alle nicht. Auf jeden Fall sind wir gerade in Berlin. Ich passe mal lieber auf meine Tasche auf. Und, ja, was ist los? Total verrückt hier auf jeden Fall. Und ich dachte mir, das wäre eine ganz coole Location, einfach zu sagen, so, yo Leute, vielen, vielen Dank. Ey, es ist echt krass, was wir jetzt hier die letzten zwei Tage erlebt haben. Mit mir dabei ist noch die liebe Jody. Hallo, hallo. Hä, ich bin voll fasziniert. Der macht mit seinem Sandmännchen, als wäre das ein echtes Männchen. Wir sind alle krank hier. What the fuck? Echt nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Ich werde jetzt am Ende vielleicht noch ein paar Schnittbilder vom Flughafen und sowas reinpacken, um das Ganze hier schön ausklingen zu lassen. Gestern lief, wie gesagt, einiges nicht so gut. Also quasi im heutigen Video, wie es hätte laufen sollen, mit dem Hin und Her und so. Aber man muss den Leuten immer wieder verzeihen. Letztendlich kann das mal jedem passieren. Und so lange gibt es unsere Szene noch nicht. Deshalb auf jeden Fall nochmal Props an die Autogrammstunden. Es gibt noch einiges, was optimiert werden muss, aber dazu gibt es natürlich immer Handlungsbedarf. Und ja, Freunde, ich denke mal, dass ich auf jeden Fall eins sagen muss, und zwar danke, also vielen, vielen Dank an euch alle. Und ich glaube, wir gehen so irgendwie Eis essen. Ich habe Bock auf Eis, keine Ahnung. Mal schauen, er hat aufgehört. Er hat einfach aufgehört. Es hat gewirkt. Er hat meinen Tweet gesehen, er hat aufgehört. Richtig geil. Gut, Freunde, vielleicht filme ich zwischendurch noch was, vielleicht nicht. Mal schauen. Es geht wieder los. Ich muss weg hier. Auch noch rein.